Hi Leute, ihr habt ja sicherlich das Video gesehen, wo ich das Ding hier gedruckt oder zusammengebaut habe. Da habe ich ja die Kiste gedruckt, die passt ja nicht wegen den Schaltern, weil ich die nicht bedacht habe, dass die da mit drüber stehen. Also hier passen sie nicht vorbei. Jetzt habe ich die Kiste neu gemacht. Und da kam jetzt hier gerade mal so ein bisschen die Frage auf. Der Drucker braucht ja viel Strom. Was das an Strom kostet. Ich habe hier so ein Energiekostenmessgerät. Jetzt hänge ich mal jetzt dazwischen, druck die neue Kiste und schau mal, was der Drucker so an Strom dafür gebraucht hat. Also ich schätze mal, an die 60 Watt wird er wohl verbrauchen, die Stunde. Der Druck wird so, ja grob geschätzt, ich habe es jetzt noch nicht raus, ja so drei bis vier Stunden dauern, was da wirklich an 3D-Druck rauskommt, was das an Kosten sind. Das werde ich dann nachher gleich, wenn das soweit fertig ist, dann mal zeigen. So, da bin ich wieder. Nun habe ich die Kiste soweit fertig gedruckt. So, mal gucken, was mich das gekostet hat. Hier steht jetzt Volt 215. Ich glaube Ampere. Das war das zuletzt. 150 Watt hat er zuletzt gezogen. Und 424 Watt hatte der Drucker maximal. Um 11.50 Uhr. Da habe ich angefangen nachher zu drucken. Dann bin ich jetzt durch. Und On-Time steht jetzt die 4 Stunden 34. Ja, das passt nicht ganz. Was steht jetzt hier? Kilowattstunden? 540 Watt hat der Drucker gebraucht. Und die Kosten, ich habe mit 30 Cent pro Kilowatt angegeben. Ich glaube oben 4 Stunden 47, das könnte hinkommen, ne? 11. Weiß ich jetzt nicht, weiß nicht, was On-Time oder was da oben On-Time 4 Stunden 47, weiß ich nicht. Aber Kosten, sagen wir mal 17 Cent. Hat mich jetzt der Druck da gekostet. 17 Cent, die Kiste. An Strom. An Material. Ich geh mal auf. Ich habe ja hier eine Feinwaage. Sagen wir mal 47,4 Gramm. Da, 47,4. Warte mal, das heißt, ich muss mal den Rechner aufmachen. 1000 Gramm kosten, was waren das? 25 Euro. 25 Euro durch 1000 Gramm. Kostet mich das Gramm 2,5 Cent mal 47,4. 1,18 Euro plus 17 Cent sind, sag mal, 1,50 Euro. Wenn ich jetzt richtig gerechnet habe. Also 1,50 Euro Strom- und Materialkosten. Druckerzeit rechne ich jetzt nicht dazu. So günstig kriege ich kein individuelles Gehäuse von irgendeinem anderen Hersteller. Für 1,50 Euro. Jetzt grob über den Daumen, ja, circa 1,50 Euro Strom- und Materialkosten. Also so günstig kriege ich das nicht hin. Gut. Dann werde ich die Kiste nachher fertig machen. Das ist auch eine neue Kiste, das seht ihr ja eigentlich schon. Das wäre die alte. Und naja, ihr seht das schon, die ist ein bisschen größer. Kommt dann noch ein Update zu der Kiste, wenn ich die dann soweit fertig habe und das andere. Gut, mehr wollte ich gar nicht. Ich habe ja noch was vergessen.
Kilowatt, 540 Watt bei 4,47, 4 Stunden 47, das kann gut hinkommen, so lange hat der Druck gedauert, das passt. Und wenn ich jetzt so überlege, sagen wir mal 5 Stunden und 550 Watt, 5 Stunden bei 550 Watt, 550 Watt durch 5 Stunden, dann nimmt der Drucker ungefähr 110 Watt im Drucken. Ich war mit 60 Watt, also das Doppelte. Ich habe mit 60 Watt gerechnet, das ist aber das Doppelte. Gut, das nochmal am Rande, das hatte ich gerade vergessen, das wollte ich gerade nochmal sagen. So circa 100, 110 Watt nimmt der Drucker beim Drucken. Ja, 10 Stunden, eine Kilowattstunde, ja, passt doch. Kann man nicht meckern. Ist okay. Gut, dann. Jetzt ist aber Tschüss und Feierabend und wir sehen uns dann bei irgendeinem anderen Video wieder. Ich mache nur noch mal kurz ein Update über die Kiste, wenn das fertig ist und dann weiß ich noch nicht, was ich Neues mache. Gut, bis dann. Tschüssi.